Für eine leitende Position in der Firma fehlt mir ein abgeschlossenes Studium. Das stimmt doch gar nicht. Du bist die Beste. Hast du dich in deinem Leben je gefragt, ob du alles richtig gemacht hast? Wärst du mit anderen Entscheidungen glücklicher geworden? Arthur hat einen qualifizierten Abschluss. Er ist der beste Mann für den Job. Nein, Sir. Das bin ich. Ich wünschte, Lebenserfahrung würde genauso viel zählen wie theoretisches Wissen. Die können mich mal. Wer? Diese Supergebildeten mit ihren schicken Häusern, die ihre Kinder nach Früchten benennen und den Kilimanjaro besteigen. Du hattest einen Anruf. Geht wohl um ein Vorstellungsgespräch. Oh mein Gott, wie kommen die denn auf mich? Ihr Lebenslauf ist sehr interessant. Sie waren auf der Wharton Business School. Entschuldigung, was? Und Ihre Facebook-Seite ist wirklich beeindruckend. Meine Facebook-Seite? Obama? Ich habe dir eine neue Identität verpasst. Du wolltest was Besonderes sein, also habe ich mal gute Fee gespielt. Toll, was? Oh, diese Lüge hat dir die Türen geöffnet. Jetzt hast du den Traumjob, Baby. Wer ist der Champ? Na los, du bist der Champ. Ich bin der Champ. Du bist der Champ. Los, komm schon. Hör auf damit. Einen Job in ihrem Alter zu kriegen ist nicht einfach. Ich werde es ihnen zeigen. I'm gonna be your hero, trying to save the day. Oh. Okay. Du darfst alles anziehen, nur das nicht. Siehst aus wie Mrs. Doubtfire. Wow, ist das mein Büro? Du hast von denen ein Apartment bekommen und Kreditkarten? Die werde ich mal lieber behalten. Wag es ja nicht. Dann nehme ich die Untersetzer. Nein! Was ist, wenn die dahinter kommen? Dafür bin ich zu gut. Maya, dich hier zu treffen. Wir kennen uns aus Hogwarts. Harvard. Wir haben gemeinsam für den Frieden demonstriert. Wir haben Wale gerettet. Vergiss trotz dieser ganzen Karrieresache nicht, wer du wirklich bist. Ich bewundere sie so sehr. Sie sind so ziemlich das, was ich immer werden wollte. Du warst schon immer gut genug und hast als Einzige dran gezweifelt. Wir haben einen Termin mit einem chinesischen Vertriebspartner und die einzige Angestellte, die Mandarin sprechen kann. Bin ich? Ich habe eine Idee. Der Tierarzt unserer Katze spricht Mandarin. Wir würden Ihnen gern die ganze Firma zeigen. Aber vorher sollten wir den Deal abschließen. Ich mag sie. Elijah hat sich im Laufe der Jahre verändert. Er hat sich aufgegeben. Er bekommt starke Sedativa. Aber dafür gibt es einen Grund. Er ist zu schlau für sie. Bald bist du nicht mehr allein. Du hast zwei neue Freunde. Sie drei sind davon überzeugt, besondere Fähigkeiten zu besitzen, wie man sie aus Comicbüchern kennt. Ich habe für diese Art Störung eine wirksame Therapie entwickelt. Dieses Licht zwingt eine andere Identität dazu zu übernehmen. Wo, Signora? Ich will meine Kopfhörer wieder. Weg von der Steuerung, kleines Entchen. Die Bestie ist unbesiegbar! Sie schütteln also nicht meine Hand und lassen mich rausmarschieren. Schön für Sie. Was wollen Sie? Ich möchte wissen, ob die Geschichten über dieses außergewöhnliche Wesen wahr sind. Darf ich die Bestie kennenlernen? Ich bin Mary Reynolds. Ich brauche deine Fähigkeiten, um uns alle hier rauszuholen. Und der Welt zu zeigen, dass wir existieren. Es klingt, als würden die bösen Jungs sich zusammentun. Glaubst du, dass du ein Racheengel bist? Partner? Ich glaube daran. Räche uns. Ich muss hier rauskommen, bevor er es tut. Die können hier nicht raus. Immer unterschätzen sie das Genie. Es hat angefangen, David. Ich habe jemanden gefunden, der all deine Fähigkeiten erfordert. Du solltest dich nicht verstecken müssen. Vielleicht möchtest du versuchen, uns aufzuhalten. Viele Menschen werden sterben. Also, wer hätte gern ein Erdnussbutter-Sandwich? Wir sind nicht dazu bestimmt, solche Kräfte zu besitzen. Endlich werden wir alle zusammen der Welt zeigen, wozu wir fähig sind. Ihr müsst hier raus. Thank you.
haben Sie getan, Elijah? Glas. Maria Stuart ist zum Tode verurteilt. Auf Befehl unserer Herrscherin Elisabeth, Königin von England. Wie konnte es so weit kommen? Es gibt Neuigkeiten. König Franz ist tot. Eure Cousine Maria ist zurück, um Schottland zu regieren. Sie ist außergewöhnlich, Madam. Seht, sie ist bereit für den Krieg. Keineswegs. Ich befehlige zwar Heere, aber sagt Königin Elisabeth, dass ich für den Frieden bete. Ich hoffe, wir begegnen uns persönlich und vereinen unsere Schicksale. Ihr müsst der Wahrheit ins Auge sehen, Elisabeth. Sie hat Anspruch auf euren Thron. Ich soll meine Königsschwester beseitigen? Entweder herrscht Bürgerkrieg hier oder Bürgerkrieg dort. Es liegt eine Geißel über dem Land. Eine Frau mit einer Krone. Was sagt ihr, Bruder? Er ist uns treu ergeben. Nach Krieg herrscht keine Begierde. Dann entfachen wir diese Begierde. Wie grausam Männer sind. Ich habe einzig und allein versucht, das Land zu einen. Sie greifen schon nach meiner Krone. Eine Mörderin, eine Verräterin. Und eine Königin. Aber ich werde die Frau sein, die sie nicht ist. Wir schenken der Welt einen Erben für Schottland und für England. Niemand darf von unserem Treffen erfahren. Gebt ihr es preis, werde ich es leugnen. Seid meines Sohnes Patin, meine wahre Schwester. Maria ist unser Feind. Verlangt nicht, dass wir vor ihr niederknien, wie wir es vor euch tun. Du kannst kein Heer aufstellen. Wie oft hast du mir gesagt, ich könne nicht tun, was mir dann doch gelang? Spielt ihn nicht in die Hände. Ihr seid großherziger als die Männer, die ihr zu Rate zieht. Ihr achtet besser auf eure Worte. Ich lasse mich von einer Geringeren nicht zurechtweisen. Eine Geringere. Wenn ihr mich ermordet, ermordet ihr eure Schwester. Ihr ermordet eure Königin. Wie konnte es so weit kommen? Es war eine düstere Zeit, geprägt von religiösem Fanatismus und Gewalt. Höchste Zeit für eine Reformation von der Kirche und der Gesellschaft. Christ sein heisst nicht von Christus schwätzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat.